Neues aus dem Studio Hessen. Mein Name ist Stefan und heute zeige ich euch Pedelec oder Elektrofahrrad oder E-Bike oder wie auch immer ihr möchtet. Und das zeige ich euch jetzt. Bis gleich. So, das ist das gute Stück. Und die Satteltaschen haben hinten am Gepäckträger sogar auch schon Platz. Und das haben wir auch schon probiert. Okay, was wir natürlich hätten machen können noch, ist die Klingel, die orange da oben. Naja gut, mein Gott, die hätten sie auch noch wechseln können in schwarz. Ne? Wenn sie schon alles in schwarz malen, hätten sie Klingel auch noch in schwarz malen können. Aber sonst, ich denke, ist das okay so. Gut, und gleich gehen wir über zu den Details. Bis dahin, euer Stefan. Bis gleich. So, genau genommen geht es um das Prophet oder Prophete Navigator Caravan. Das Prophet steht auf 20 Zoll Bereifung und hat kein Dynamo. Somit wird die Beleuchtung da oben alles über den Akku gespeist. Damit habt ihr nicht wirklich Reichweiten einbußen, weil LED, weiß man ja selbst, brauchen nicht viel. Das Triebwerk ist ein Mittelmotor der Firma, AEG. Sehr leise, sehr schön zu fahren. Der Akku ein Samsung, 36 Volt Technik. Geladen wird der über diese Buchse hier. Den könnt ihr entweder außerhalb vom Rahmen laden oder halt im Rahmen drin. Auf jeden Fall immer über diese Buchse. So, die Bremsen sind Öldruckbremsen, Felgenbremsen. Er hat keine Scheibenbremsen und hat aber auch einen Rücktritt. Somit braucht man also keine Angst haben, sollte man mal in die Situation kommen, wo man drei Bremsen braucht, einmal hinten reinrammen und dann funktioniert das. Bremst sehr gut. Die Pedale ist eine Klapppedale, im Prinzip wie beim Faltrad auch. Also einmal hier dran ziehen, zack, hoch und dann ist das Ding drin. Und genauso entschärft man sie auch wieder. Man zieht wieder hier an diesem, was ich vorhin schon gezeigt habe, zieht wieder dran, klappt sie nach unten und alles ist in Ordnung. Ja, funktioniert. Also, im Prinzip, es ist ein Kompaktrad mit der Technik eines Faltrades. So, hier hinten die Beleuchtung ist halt auch LED beleuchtet, läuft also auch über den Akku. Sehr kompaktes Ding, also hier Schnellspanne auf. Wie ihr seht, ne, geht dann schon die Länge nach unten. Und wenn ihr jetzt diesen Bolzen hier nach oben drückt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, den Bolzen nach oben drückt, und dann lässt sich der Lenker ganz leicht verdrehen. Ganz leicht, ihr seht das hier. Das mache ich mit einem Finger. Ja. Wunderbar, so hält das Ding. Also könnt ihr es auch wunderbar verstauen in der Heckgarage zum Beispiel. Holt ihr das Fahrrad raus, kein Problem. Natürlich müsst ihr den Schnellspanner auch wieder schließen hier, sonst wackelt er hier da hinten drin rum. Schnellspanner auf, Bolzen bleibt ja also in der oberen Stellung und dann dreht ihr einfach nur den Lenker zurück. Ne? Das funktioniert gerade nicht, weil nämlich das Vorderrad sich mitdreht, muss ich mir gerade mal selber helfen. Es kann sein, dass es ein bisschen wackelt. So, dreht ihr das zurück und dann rastet das irgendwann ein. So, jetzt ist es eingerastet. Dann könnt ihr den Lenker wieder von der Höhe her einstellen, den Dings hier festziehen, den Schnellspanner festziehen, richtig ranziehen und somit kann es losgehen. Das gleiche System
haben hier beim Sattel auch. Schnellspanne auf, Sattel nach unten, läuft. Na, man könnte hier zum Beispiel, damit man die Höhe dann immer genau hat, könnte man sich hier vielleicht ein Band irgendwie dran machen oder Isolierband oder irgendwie sowas. Könnte man sich hier zum Beispiel dran machen, damit man die Höhe nicht immer wieder neu, dass man nicht immer neu wieder neu probieren muss, bis der Sattel stimmt. Ja, Management wird hier eingeschaltet. So, und dann habt ihr verschiedene Unterstützungsstufen, nämlich Eco 1, Eco 2, Tour 3, Speed 4 und Boost 5. Ja, so, des Weiteren ist hier nebendran noch eine USB-Dose. Und diese USB-Dose könnt ihr euer Handy laden, dann während der Fahrt. Hier oben, dieser Schalter, der auch für die Unterstützung zuständig ist, hier oben der, ja, wenn ihr länger drauf drückt, schaltet sich vorne automatisch das Licht ein. Ja, und länger als 2 Sekunden drauf drücken, schaltet sich das Licht auch wieder aus. Hier unten ebenfalls für die Unterstützung zurück, aber auch diese Anfahrhilfe. Ja, länger wie 2 Sekunden drücken und schon geht's vorwärts. Ich kann euch das mal zeigen. Achtung, jetzt drücke ich das Ding. Zack, hoppsa, und zurück. Und zurück. So. Ja, genau. Das war die Technik. Des Weiteren haben wir hier dann eine Shimano 7-Gang Nabenschaltung. Mit hier über, also es ist eine Revolverschaltung hier, wenn ihr das so seht, so nennt man die. Ja, 4, 5 und so weiter. Das ist eine Revolverschaltung. Hier könnt ihr auch das Ding wieder ausschalten. Beziehungsweise hier könnt ihr die Tageskilometer dann Trip. 1,3 Kilometer, die Fahrzeit, wie lange wir dafür gebraucht haben und so weiter. Und wir haben das Ding gestern. Länger drauf drücken, geht das ganze Ding wieder aus. So, wir haben das Ding gestern Probe gefahren und es ist einfach nur der Wahnsinn. Es ist wirklich nur der Wahnsinn. Der Sattel ist super bequem, schön breit. Da passt der Po wirklich, wirklich richtig schön drauf. So. Wir haben das Ding gestern in Probe gefahren und ich muss sagen, so leicht, wie sich dieses Fahrrad fährt, das ist unfassbar. Ob mit oder ohne Unterstützung. Also, unglaublich. Wir haben also selber noch Gazelle-Räder, Elektrofahrräder und die laufen lange nicht so leicht. Lange nicht so leicht wie das. Das ist unfassbar. Ja, zum Preis. Bombenpreis und möchte ich jetzt aber nichts dazu sagen. Wer mehr wissen möchte, kann mich gerne anschreiben und dann werde ich ihm was zum Preis erzählen. Müsst ein bisschen Geduld haben und die sind nämlich ständig ausverkauft, die Dinge. Könnt ihr euch vorstellen. So, wir haben es bewusst für ein Kompaktrad entschieden, weil die Kompakträder, weil die Falträder, ich habe Bekannte von uns, die haben Faltrad und diese Dinge, dieser Sicherungsmechanismus, der war nach 3 Monaten so ausgelutscht, dass ich gesagt habe, nee, der ist, also den Namen, den er hat, ja, Sicherheit, ja, diese Verriegelung, das ist keine Verriegelung mehr, das ist einfach nur noch Müll, Schrott. Das ist so leichtgängig alles. Und Und bevor dann der Po gerade ausfährt und der Rest biegt dann links ab oder so und sich dann noch die Knochen bricht, haben sie dann doch für das
Kompaktrad von Profete entschieden für den Navigator Caravan, der übrigens 150 Kilo Gesamtgewicht trägt. Im Prinzip sind das noch 130 Kilo, weil ihr müsst ja auch, oder 26 Kilo, wie ich das war, glaube ich, so Angaben vom Hersteller. Und die müsst ihr natürlich abziehen, somit sind es dann noch 124 Kilo, wo ihr das Fahrrad also belasten könnt, beziehungsweise, ja, so, der Fahrer selbst darf bis 124 Kilo wiegen, ich bin auch kein leichtes Hirn. Ja, dann muss halt die Frau den ganzen Einkauf auf ihrem Fahrrad transportieren. Nicht schadenfroh, nein, Quatsch. Ja, was gibt's noch zu sagen? So, die Herstellerangaben von den Reichweiten. Die Reichweite soll sein 100 Kilometer. Ich denke aber, 100 Kilometer werden wir da nicht hinkriegen. Ich denke mal, wenn wir so bei 70 Kilometer liegen, könnten wir eigentlich zufrieden sein. 70 Kilometer, ja, ihr dürft nicht vergessen, euer eigenes Körpergewicht, dann fahrt ihr bergauf. Ihr habt Steigungen drin, ihr fahrt mal mit ein bisschen mehr Unterstützung. Das zerrt ja alles an den Reichweiten. Und von daher, 70 Kilometer ist realistisch zu sehen. 100 Kilometer sehe ich mich da nicht, es sei denn, ihr schaltet auf geraden Strecken dann die Unterstützung ab. Dann werdet ihr auch die 100 Kilometer schaffen. Soll aber dann auch egal sein, ob du nun 70 Kilometer oder 100 Kilometer schaffst. So leicht, wie sich das Ding fährt, kann man das auch ohne Unterstützung fahren. Und man bricht sich da nicht einen halben Ast aus der Lunge. Ja, bei unseren Gazelle-Rädern, die ohne Unterstützung zu fahren, das ist echt ein Kraftakt. Ich weiß nicht, wie Profete das hier gemacht hat, keine Ahnung, aber das ist wirklich mal ein schönes Kompaktrad, was sich leicht zu fahren lässt, was sich wirklich ganz leicht fahren lässt. Und solltet ihr euch dafür entscheiden, ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr werdet viel Spaß daran haben. So. Das war Teil 1 der ganzen Geschichte. Teil 2 ist dann der Einbau im Wohnmobil. Dann werden wir euch zeigen, wie man die Dinge eingebaut hat, wie man die befestigt haben. Darüber mache ich dann logischerweise auch noch ein Video. Und bis dahin sage ich erstmal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Abonniert mich und bis dahin bleibe ich euer Stefan. Tschüss.